Frank Binder, lebe in Mahl und vom Beruf bin ich Polier im Straßenbau. Ich bin Unterstützer und Mitglied der bundesweiten Koordinierungsgruppe der Initiative zum Aufbau der Umweltgewerkschaft. Wie gerade schon erwähnt wurde, kandidiere ich außerdem auf Platz 14 der offenen Liste der MLPD, Liste 22 zur Europawahl. Jetzt zu Monsanto. Im Jahr 2008 förderte der Konzern Monsanto den World Food Preis mit 5 Millionen US-Dollar. Am 17. Oktober letzten Jahres wurde eben dieser Preis an Monsanto verliehen. Der Welternährungspreis gilt als Oscar der Nahrungsmittelbranche. Eine internationale Auszeichnung für Personen, die besondere Leistungen für die Verbesserung der Qualität, Quantität und die Verfügbarkeit von Lebensmitteln erbracht haben. Der Preis berücksichtigt alle Beiträge, die der Welternährung dienen. Es war das erste Mal, dass der Preis für Leistungen im Bereich der Genmanipulation vergeben wurde. Robert Fraley, Executive Vice President und Chief Technology Officer und Preisträger, ist einer der Hauptstrategen im Bereich genmanipulierten Saatguts bei Monsanto. Das Vergabekomitee betonte, dass gentechnisch veränderte Pflanzen höhere Erträge bilden und resistenter gegen schlechtes Wetter und Krankheiten seien. Höhere Erträge? Für wen? Für die Kleinbauern, die mit Klebeverträgen gebunden werden? Für die Hungernden der Welt? Wohl kaum, aber für Monsanto bestimmt. Auf 420 Millionen Hektar der weltweiten landwirtschaftlichen Produktionsfläche werden gentechnisch veränderte Lebensmittel angebaut. Ergebnisse von unabhängigen Forschern seit 1999 bestätigen, dass genmanipulierte Pflanzen versagt haben. Die Nachweise von signifikant erhöhten Erträgen und reduzierten Einsatz von Herbiziden und Pestiziden konnten nicht erbracht werden. Neben der Herstellung und dem Handel mit gentechnisch verändertem Saatgut hat Monsanto auch auf anderen Gebieten traurige Berühmtheit erlangt. Besonders hervortat sich der Konzern bei der Patentierung von Saatgut. Gentechnikkonzerne, allen voran Monsanto, lassen sich ihr Saatgut patentrechtlich sichern. Das Patentrecht wird missbraucht, um sich das Naturerbe anzueignen. Die Welternährung droht in Abhängigkeit einiger weniger Konzerne zu geraten. Durch das Patent auf eine Weizensorte zum Beispiel kann der entsprechende Konzern auch das Patentrecht auf das daraus gewonnene Mehl und alle daraus hergestellten Lebensmittel beantragen. Das führt langfristig zu einer Verteuerung von Lebensmitteln. Für die Industrienationen werden 20-25% des Nettoeinkommens für Lebensmittel ausgegeben, während in der dritten Anteil der Welt bei bis zu 85% liegt. Manche Experten sprechen sogar von bis zu 90%. Steigen die Nahrungsmittelpreise, bedeutet das weitere Hungertote in Millionenhöhe. Früher haben die Bauern einen Teil der Ernte für die Aussaat im nächsten Jahr genutzt. Heute bedeutet das einen Verstoß gegen das Patentrecht. Im Februar 2013 untersagte der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, gentechnisch verändertes Saatgut des Konzerns Monsanto nachzuzüchten. Der Farmer Bowman hatte für seine erste Aussaat das gentechnisch veränderte Sojagut des Konzerns gekauft. Aber für die riskante zweitere Aussaat im Sommer hatte sich der Farmer günstigere Sojabohnen aus einem Gemeinschaftsfuttersilo besorgt. Daraufhin verhängte der oberste Gerichtshof eine Strafe in Höhe von 85.000 US-Dollar gegen Verstoß gegen das Patentrecht. Monsanto hat bereits hunderte solcher Prozesse gewonnen. Und weiterhin wird den Landwirten vertraglich untersagt, bei Ernte- und Ertragsausfällen gegen den Konzern zu klagen. Ich komme jetzt zum sogenannten GM-Völkermord. Aufgrund seiner beträchtlichen Marktmacht gelang es dem Konzern, auf dem indischen Markt Fuß zu fassen. Monsanto überzeugte die indische Regierung davon, dass ein gentechnisch verändertes Saatgut höhere Erträge bringen würde. Der Internetseite FarmWars zufolge behauptete ein früherer geschäftsführender Direktor von Monsanto, das Unternehmen habe Forschungsergebnisse manipuliert, um für seine Produkte in Indien die Zulassung zur kommerziellen Nutzung zu erhalten. Auf diesem Weg konnte Monsanto eine Monopolstellung auf dem indischen Saatgutsektor erlangen. Die Samen der Biotech-Baumwolle zum Beispiel verlieren nach dem ersten Aussaat ihre Keimfähigkeit. Durch die Vermarktung dieser Technologie verlieren die Bauern die Möglichkeit, Teile ihrer Ernte wieder auszusehen. Da die Landwirte praktisch kein traditionelles Saatgut mehr kaufen konnten, mussten sie sehr viel höhere Preise für das genmanipulierte Saatgut bezahlen. Viele Bauern mussten deshalb Kredite aufnehmen, um das Saatgut zu bezahlen. 100 Gramm genmanipuliertes Saatgut kosten 15 US-Dollar, während man vorher für den gleichen Preis 1 Kilogramm traditionelles Saatgut bekam.
Das Saatgut von Monsanto lieferte nicht die vom Konzern versprochenen Ernteerträge. In vielen Fällen ging die Saat überhaupt nicht auf. Die Bauern wurden nämlich nicht darüber informiert, dass das genmanipulierte Saatgut einen wesentlich höheren Wasserbedarf hat. Und ohne Ernte konnten die Landwirte ihre Kredite nicht mehr bedienen. Unter dem Druck der Schuldenlast und der Scham, als dummer Bauer dazustehen, der seine Familie nicht ernähren kann, nahmen sich bis heute über 200.000 Bauern in Indien das Leben. Einige von ihnen vergifteten sich mit Pestiziden vor den Augen ihrer Familie. Bleibt nur die Frage, ob die Pestizide auch aus dem Monsanto-Portfolio stammen. Das stimmt. Der massenweise Selbstmord unter den indischen Kleinbauern wird auch GM-Völkermord genannt. Als ob das noch nicht reichen würde, war Monsanto auch noch bestrebt, das Wasser auf dem Weg der Privatisierung zu kontrollieren. So wollte der Konzern sogar aus dem Wasser einer unverzichtbaren Lebensgrundlage Profit schlagen. In einem Land wie Indien, aber nicht nur da, sondern auch hier bei uns, wo Geld und Politik oftmals gemeinsame Sache machen, sind es immer die Ärmsten, die die Last dafür zu tragen haben. Um den Rahmen hier nicht zu sprengen, will ich gar nicht erst über Roundup oder Agent Orange sprechen. Mit Gift und Gen treffen als der Titel einer Fernsehdokumentation des Senders Arte, kann man es wohl nicht ausdrücken. Und deshalb fordern wir von der Umweltgewerkschaft keine gentechnisch veränderten Lebensmittel, keine Patente auf Leben. Und wir sagen Nein zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Vereinigten Staaten. Macht mit beim Aufbau der Umweltgewerkschaft. Nachher am Graf-Adolf-Platz haben wir einen Informationsstand, wo wir gerne mit euch diskutieren. Vielen Dank.